Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir sind heute, wo sind wir heute? In Immenstadt. Wir fahren heute Salmaser Höhe. Steht ein gutes Wetter und Stefan dachte, komm Roman, den Trail muss man fahren, den musst du wirklich können. Ja, wir fahren jetzt erstmal asphaltiert. Das dauert bestimmt jetzt Stunde. Voll langweilig. Und dann irgendwann mal sind wir auf dem Trail und ich schalte meine Kamera da wieder ein. Guck mal, was der Stefan macht. Der macht ja Tarzan. Viel zu viel Wasser. Auf dem Trailchen bergauf. Es ist wert, nach oben zu kriechen, um diese Aussicht noch im Frühling zu genießen. 1254. Juhu! Zum ersten Mal in diesem Jahr. Geht's runter? Ja. Na, dann geht's runter. Ja, genau so. Fast gegen den Baum reingeknallt. Abfallende Wurzeln. Ein bisschen hässlich hier am Anfang. Scheiße, Dreck. Kein Thema. Deshalb zieht man den Helm auf, dass man nicht gegen die Bäume irgendwo reinknallt. Also S1 auf keinen Fall, S1 plus 2. Ja, das ist schon fast S2, ja. So, S1 plus und an manchen Stellen S2 locker.
mit den Wurzeln ist es gefährlich, ja, teilweise. Aber die gehen ja noch, weißt, die sind ja nicht so nass. Ja, das war schon ruppig. Ja, krasse Scheiße. Ich habe den viel leichter vorgestellt. Ja, ich habe knappe Breite. Ja, das geht leichter. Hier geht's ruhiger. Vorhin war ordentlich ruppig. Klumpig. Und hier ist auch dreckig. Ich wollte mich nicht dreckig machen. Yeah. Ich bin dreckig wie noch nie. Das ist angenehm vorig. Kann man sich ein wenig entspannen. Die Aussicht rechts ein wenig genießen. Vielleicht noch Wasser nehmen. Schon ein bisschen richten. Vorne kommt schon das Tor wieder. Okay. Oh, fuck. Oh, die Bretter. Oh, fuck.
Da war eine zarte Wurzel. Ja, wir sind schon fast im Dreh. Das ging aber ganz fast eigentlich. Ja, cooler Trail. Also nicht die ganze Zeit runterballern, sondern zwischendrin auch ein wenig treten. Schon nicht schlecht. Aber wie der Stefan sagt, kann es sein, dass im Sommer da die Gattertore aufgestellt werden. Dann sieht das Ganze relativ hässlich da vorne sein wird. So geht's eigentlich. Yeah. Auf dem Brett am Schwein. Ich wollte weniger schimpfen, glaube ich. Boah. Vorderrad war auf dem Gras und gleich ein wenig weggerutscht. Ja, da ist schon Schaufelsee. Jetzt geht's piano geradeaus. Stefan ist schon weit vor mir. Weil ich ja zu viel Dreck gehabt habe. Na ja, genau, das Tor ist ja komplett offen. Yeah! Oh, wow. Wow, wow! Voll geil, Mann! Gutes Timing. Juhu! Fährt man recht schnell. Gut. Das war gar nicht mehr, das hat mich noch nicht gefallen. Klappe. Nee. Dunkel geworden. Wow. Wow. Wirklich da durchgefahren. Ja, ja, wirklich. Ich muss meine Kamera ein bisschen sauber machen. So, letztes Stück. Wenn
wenn die Tore nicht hören würden, dann würden wir weiterkommen und fahren und Gas geben und ja, wir sind quasi schon unten, gell? Weil ansonsten boah, der war hässlich. Den hätte ich einfach als Gap machen sollen. Auf eine Passage, wo ich abgerutscht habe. Ansonsten geht schon. Fuck. Das war's. Yeah, wir haben es geschafft. Wieder einmal überlebt. Wieder einmal überlebt. Katzen haben 9 Leben. Servus. Die Katzen-Mountainbiker haben 29,653555 Leben und immer 0,000000 ein Leben geht zurück. Der Countdowner. Ja, wir fahren jetzt zum Parkplatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Stefan, dass du mir den Trail gezeigt hast, auf mich aufgepasst hast. Ja, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. PS, wir sind im Fluss gelandet. Ja, ich habe wenigstens meine Reifen gewaschen. Ich hoffe, kommt keine große Pfütze mehr.